Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mich entschlossen, jetzt alle 14 Tage ein Tutorial-Video rauszubringen. Für die, die es noch nicht wissen. Ich kümmere mich darum, gucke so alte Spiele, wie jetzt hier zum Beispiel Gothic oder hier Star Trek Armada, auf Windows 10 zum Laufen zu bringen. Manchmal haben die Kompatibilitätsschwierigkeiten und lassen sich dementsprechend nicht richtig installieren oder nicht richtig ausführen. Und ich zeige euch Möglichkeiten, wie das funktioniert. Und dementsprechend habe ich ja schon meine Install-CD von Empire Earth, einem alten Strategiespiel, eingelegt und werde euch dann zeigen, die Installation. Und mit zwei, drei ganz einfachen Einstellungssachen nur, wie man das Spiel zum Laufen bekommt. Weil sonst war immer im Spiel manchmal die Gefahr, oder auf Windows 10 hat er sich das Spiel immer gerne aufgehängt. So nach den ersten 5 bis 10 Spielminuten. Manchmal auch schon direkt im Menü. Aber das ist wirklich nur eine kleine Einstellungssache. Wir fangen erstmal damit an, das Spiel zu installieren. Wir nehmen den Autorun aus. Man kann auch direkt hingehen und das Setup starten. Wir gehen hier auf Installieren. Damit fängt er schon mal direkt an. Und dann können wir den ja schon wieder schließen. Da hört die Musik im Hintergrund auch schon wieder auf. Den brauchen wir dann auch nicht. Dann hier weiter. Ja. Und dann ist hier der Pfad angegeben, wo er das hin installieren will. Ich gehe allerdings hin und ändere diesen Pfad. Habe hier schon einen Ordner vorbereitet, wo er das Ganze rein installieren soll. Dann kann auf Weiter. 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 Und auch das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wir sehen uns dann gleich, nach der Installation wieder. So, die Installation ist abgeschlossen, wie man sieht. Und dann fragt er einen, ob man die Verknüpfung auf dem Arbeitsplatz, also sprich auf dem Desktop, anlegen möchte. Wir sagen ja, wir wollen sie anlegen. Das hier brauchen wir uns nicht anzeigen zu lassen, das interessiert uns nicht. DirectX 8.0a brauchen wir auch nicht zu installieren, weil das mit Windows 10 nämlich nicht kompatibel ist. Das funktioniert aber auch trotzdem ganz gut. Genau, fertigstellen, dann sehen wir, wir haben hier die Verknüpfung. Wir gehen hier auf Eigenschaften, gehen auf Kompatibilität und dann sieht man, ich habe das Spiel ja vorher schon mal installiert gehabt und dann ist hier noch die Einstellung, wie ich sie getroffen habe, drin. Kompatibilitätsmodus Windows 7. Wie immer, wie ich es immer mache, Programm als Administrator ausführen. Dementsprechend sagen wir dann auf OK. Und dann starten wir das Spiel. So, wir sind dann jetzt hier im Spiel. Im Startmenü. Wir gehen dann hier auf Spieleinstellungen. Gehen dann hier von diesem Direct 3D auf Direct 3D Hardware TNL. Gehen drauf, sagen das schon mal okay. Dauert dann einen kleinen Moment, bis er das umgestellt hat. So. Genau, dann gehen wir nochmal auf die Einstellungen. Da können wir nämlich hier die Auflösung ändern auf die mögliche, höchstmögliche 1920x1080 Pixeln in der 32-Bit-Version. Halt so viel, wie der PC bzw. der Bildschirm ausführen kann. Je nachdem, wie gut die Grafikkarte ist, können wir die ganzen Details und alles auf hochstellen. Sagen wir dann auf OK.
Wichtig ist die Version, die wir hier oben haben. Das ist die Version 1.00.2020. Also 2020. Die Version werde ich nochmal zum Installieren auf in der Cloud zur Verfügung stellen. Den Link dazu werde ich in der Infobox verlinken. Und als kurzer Beweis gehen wir einfach mal auf Zufallskarte. Ich stelle jetzt mal hier nichts ein, einfach nur um zu zeigen, da das Spiel läuft. Das brauchen wir erstmal nicht. Man kann jetzt hier mit seinen Bürgern alles Mögliche machen. Und das läuft problemlos, ohne dass es sich aufhängt. Dementsprechend gehe ich jetzt hier hin. So, packen wir das hier wieder hier rüber. So, ich bin jetzt hier wieder auf meinem Desktop zurück. Ihr habt gesehen, es funktioniert einwandfrei. Lässt sich installieren, starten und auch ganz normal ausführen und spielen. Das war's in dem Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, wer damit zurechtkommt, ob es bei euch funktioniert. Lasst mir einen Daumen oben da, wenn ihr wollt. Abonniert meinen Kanal. Ich werde meine anderen Tutorial-Videos auch nochmal hier drüben zur Verfügung stellen. Könnt ihr euch die auch nochmal anschauen, wenn sie euch interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.